Heute haben wir Miriam Pauert bei uns zu Gast, Welt- und Europameisterin in verschiedenen Laufdistanzen. Und es gibt eine wunderbare neue Kooperation zwischen Asklepios Herzkliniken und Miriam Pauert, ihrem Unternehmen Mirigo. Was ist das genau? Ja, genau, werde ich anbieten, Sportkurse oder Bewegungskurse für einerseits für Krebspatientinnen, aber auch andererseits für jedermann als Präventivkurs. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Patientenakademie Digital, zu einer Spezialausgabe. Wir haben heute zu Gast Miriam Paurath, Spitzensportlerin, Welt- und mehrfache Europameisterin, Gold-, Silber-, Bronzemedaillengewinnerin in verschiedenen Laufdistanzen. Herzlich willkommen, Miriam Paurath. Und Sie sind auch noch Outdoor Against Cancer Trainerin. Was ist denn das ganz genau? Das ist richtig, ja. Das Outdoor Against Cancer Trainer ist eine Zusatzqualifikation zu meinem Sportwissenschaftsstudium. Und das spezifiziert einen, dass man auf jeden Fall im sporttherapeutischen Bereich, im Krebsbereich tätig sein kann. Und es gibt eine neue, wunderbare Kooperation zwischen Asklepios Herzkliniken und Miriam Paurath, ihrem Unternehmen Mirigo. Ich sage nur Sportkurse. Was ist denn das ganz genau? Ja, da biete ich ein bisschen zweigleisig an. Die eine Schiene ist speziell für Krebspatientinnen und Patienten. Das heißt, Krebsbetroffene vor, während und nach der Therapie, dass sie sich in Sport- und vielleicht Bewegungskursen ein bisschen fitter halten können und die Nebenwirkungen senken können der Therapien. Und die andere Schiene ist ein Präventionssport für jedermann. Also Breitensportkurse, auch sehr wichtig natürlich, Ja. um fit zu bleiben, wieder fit zu werden. Und ja, Ihr Engagement im Kampf gegen Krebs hat einen ganz besonderen Hintergrund, einen ganz besonderen persönlichen Hintergrund. Erzählen Sie Ja, gern. das ist meine eigene Krebsdiagnose im letzten Jahr gewesen. Ein Tag vor Abflug zur Europameisterschaft hat mich die Botschaft erwischt, dass ich Krebs habe. Und ich habe halt innegehalten und habe zur Ärztin gesagt, dass ich noch fliegen werde nach Braga und bin noch nach Portugal geflogen zur Europameisterschaft, weil ich mich von der internationalen Bühne und den Freunden, die ich da habe, halt Ja. verabschieden wollte. Und wie ist das ausgegangen, die Ja, es Meisterschaft? war eine holprige Woche. Ich hatte drei Ja. Wettkämpfe und meine Ja. Spezialdisziplin, da ist mir der Krebs in den Kopf gekommen, sodass es nur Ja. zum vierten Platz gereicht hat. Aber einen Tag später auf 1500 Meter hat es dann tatsächlich zur Goldmedaille gereicht. Also sind Europameisterin geworden mit der Ja. Diagnose unter dieser persönlichen Belastung. Hut ab, eine ganz besondere Leistung. Und ja, was ist Ihre Botschaft? Was haben Sie seitdem gemacht? Sie sind ja Sportwissenschaftlerin, haben Sie gesagt. Ja, das Sportwissenschaftsstudium habe ich auch erst nach den Kindern gemacht, von 2018 bis 2021. Ist also noch frisches Wissen, sage ich mal. Und ich wollte mich ja eigentlich in dem normalen Sportbereich Ja. selbstständig machen, weil ich schon seit Jahren Sportkurse auch gebe. Aber meine Mission hat sich halt jetzt auf jeden Fall ein bisschen geändert. Ich habe jetzt eine Herzensangelegenheit. Ich möchte Krebsbetroffenen Mut machen. Im Prinzip mit meiner Geschichte, dass ich hier stehe und täglich Sport treibe, obwohl Ja. ich mich in der Krebstherapie befinde, das möchte ich einfach übernehmen, weil ich herausgefunden habe, also in vielen Fachgesprächen mit den Ärzten, die Heilungschancen kann man optimieren. Wir haben in Ja. Deutschland tatsächlich eine super medizinische Versorgung, aber ich möchte den Krebsbetroffenen zeigen, dass man auch noch sich selbst helfen kann, also aktiv dazu beizutragen, dass die Heilungschancen optimiert werden. Sie haben damals ja auch nicht aufgegeben und das ist, glaube ich, auch Ihre Mission. Richtig, ich bin dieses Jahr auch Niemals schon wieder einen Halbmarathon in Spanien gelaufen und habe den gewonnen, ja. auch noch nebenbei. Ja, Also niemals aufgeben, das ist Ihre richtig. Botschaft. Sie haben es gesagt und erzählen Sie gerne nochmal über diese Kurse etwas im Detail. Es sind ja zwei verschiedene Säulen, also einmal Kurse für von Krebsbetroffene. Wie sehen die Ja, aus? also die für die Krebsbetroffenen, das ist auf jeden Fall angepasst vom Level her. Also man muss jetzt nicht Angst haben, dass man jetzt hier super fit sein muss, sondern das Besondere dieser Gruppe ist, dass die Patientinnen sich aufgehoben, gut aufgehoben fühlen sollen, weil ja, vielleicht hat man durch die Chemo keine Haare und in so einer Gruppe guckt niemand. Und wenn man einen schlechten Tag hat, jeder weiß es, ich auch, wenn man von Krebs betroffen ist, hat man gute und schlechte Tage. Und das heißt, man kann auch an schlechten Tagen kommen und vielleicht nur sich hinsetzen, um die Gesellschaft zu haben und hinterher besser motiviert zu sein und die mentale Stärke mit nach Hause zu nehmen. Ja, also sozusagen selber als Betroffene haben Sie nochmal eine ganz andere Sensibilität Auf jeden praktisch Fall. auch für diese Kurse und das Fachwissen natürlich als Sportwissenschaftlerin und als spezielle Outdoor Against Cancer Trainerin. Und der zweite Bereich, Sie sagten, das sind Kurse für Breitensport. Warum ist das Ja, besonders wichtig? das ist
Besonders wichtig auch, wenn wir jetzt mal zurückgucken in die Geschichte, die Urzeitmenschen, die waren auf der Jagd und auf der Flucht und haben sich immer bewegt. Und letztendlich haben wir noch dieselben Gene. Und das heißt, in unseren Genen ist reingeschrieben, dass wir uns bewegen müssen. Aber wenn man mal guckt, wie der Alltag heutzutage läuft, viele Menschen sitzen den ganzen Tag und sitzen ist bekanntlich das neue Rauchen. Und das heißt, es ist schädlich. Wir müssen also nach der Arbeit doch noch aktiv werden. Also interessantes Sportangebot für von Krebs Betroffene, aber auch für ja jedermann, um vorzubeugen, Krankheiten vorzubeugen, zu vermeiden. Im Jahr 2024 sind diese Kurse geplant. Mehr erfahren Sie auf der Webseite von Miriam Paurath unter mirigo.de, www.mirigo.de. Gerne mal raufschauen. Wir freuen uns über große Teilnahme und freuen uns auch, dass eine so versierte Spitzensportlerin hier diese Kurse anbietet. Herzlichen Dank.